Meine Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich am dritten Plenartag. Ich sehe, dass Sie gute Dinge sind. Sehen Sie zu, dass es so bleibt. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Wir haben noch zu beraten 19, 26, 28 bis 36, 38 bis 44, 46, 48, 50, 54, 65 bis 70 und 72 und 73. Also bereiten Sie sich auf einen schönen Tag vor. Ist noch eingegangen, verteilt, dringlicher Antrag. Meine Damen und Herren, entweder machen wir weiter. Darf ich etwas um Aufmerksamkeit bitten? Können wir aufhören? Das war ja für Golfspiele ein bisschen schlecht, aber gut. Also, dringlicher Antrag. CDU-Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Hessen bleibt engagiert im Klimaschutz. Dringlichkeit bejaht. Top 74, und wir können das nach 70 aufrufen und ohne Aussprache abstimmen. Okay? Jawohl. Dann ist eingegangen im letzten verteilt dringlicher Entschließungsantrag CDU BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN für ein modernes Urheberrecht gegen Upload-Filde, was es halt gibt, Drucksache 20455. Dringlichkeit wird hier auch bejaht. Dann ist dies Top 75 und kann nach 66 zu dem Punkt aufgerufen und ohne Aussprache abgestimmt werden. Einverstanden. Weiterhin eingegangen, verteilt dringlicher Antrag der Fraktion der SPD. Ja zu einem starken Urheberrecht, nein zu Upload-Filtern. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann ist es Top 76, ebenfalls mit 66 aufgerufen, ohne Aussprache. Wie dem Parlamentarischen Geschäftsführer mitgeteilt wurde, liegt der Kanzlei ein Wahlvorschlag der obersten Landesjugendbehörde zur Wahl von Mitgliedern des Landesjugendhilfeausschusses vor. Dieser Wahlvorschlag ist dem Parlamentarischen Geschäftsführer im Entwurf zugegangen. Wenn Einverständnis besteht, könnte der Wahlvorschlag auf die Tagesordnung genommen werden und im Anschluss an die vorgesehene Wahl des Vizepräsidenten aufgerufen werden. Wie sieht es aus? Können wir so machen? Ja, das ist ja gut. Dann machen wir das so. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Tagesordnung bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Aktuellen Stunden, nehmen die Anträge dann direkt ab. Kollege Rudolph, ja, was hast du dann? Wirst du gleich sehen, Herr Präsident. Damit das auch einmal im Protokoll steht, die Klimaanlage in diesem Landtag ist eine Katastrophe. Wenn Sie sich hier vorne mal ein paar Stunden hinsetzen, dann zieht es von hin. Ich habe auch keine Lust, dass weitere Kolleginnen und Kollegen krank werden. Und damit das jetzt mal offiziell ist und im Protokoll steht, bitte ich, dass für den restlichen Tag Abhilfe geschaffen wird und wir nicht in einer Eistruhe tagen müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir nehmen das zur Kenntnis. Es gibt ja auch heute Initiativen zum Klimaschutz im Rahmen der Tagesordnung. Bitte das aufzunehmen. Es fehlen heute entschuldigt der Ministerpräsident, ganz täglich die Frau Staatsministerin Prof. Sinemus ab 17.30 Uhr, der Staatsminister Al-Wazir ganz täglich und Abg. Norbert Kartmann und die Frau Abg. Ulrike Alex erkrankt und die Frau Abg. Kerstin Geis auch erkrankt. Haben wir weitere Entschuldigungen? Ja, Jürgen, bitte. Die Kollegin Katrin Schleenbecker ist nicht anwesend. Haben wir fürs Protokoll festgehalten? Jawohl. Dann haben wir heute einen Geburtstag. Die Kollegin Hildegard Förster-Heldmann kann heute ihren Geburtstag feiern. Was gibt es Schöneres, als im Plenarsaal zu feiern? Es ist ein Erlebnis der besonderen Art, von mir gewürdigt zu werden. Alles Gute, Glück auf und Gottes Segen. Ja, früher hat es Blumensträuße gegeben, aber das ist alles. Alles. Aber ich komme nachher noch einmal. Ich komme nachher. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen noch einen Fußballbericht zu geben. Ich habe mich schon gewundert, warum der gestern nicht gegeben worden ist. Das Spiel war ja am Dienstag, aber offensichtlich bedarf es eines Experten, der das hier vorträgt.
Wundere mich, dass der Kollege Decker überhaupt noch hier ist, aber wir wünschen ihm trotzdem alles Gute. Es war das Spiel in der Jugendstrafvollzugsanstalt Wiesbaden. Gegner waren die Justiz Grasshoppers, eine Auswahl von Spielern aus den hessischen Justizbehörden. Die Stimmung war eigentlich gut bei den Beteiligten, bei der Betreuung, bei den Zuschauern, insbesondere bei den Gegnern. Man kann sagen, wir sind gut gestartet. Wir sind eigentlich so gestartet wie immer in die Saison, haben nur knapp mit 7:1 verloren. Ja, das Tor für uns hat der Kollege Bocklet geschossen, wer auch immer. Steht hier, ist nicht von mir, er wäre angeschossen worden vor dem Tor. Wir wollen uns aber trotzdem bei Marc Weinmeister, auch er ist heute, hat sich heute für die Teilnahme entschuldigt. Wir wollen auch ihm sehr herzlich danken für seinen Einsatz. Mir ist gesagt worden, es wären keine Tornetze da gewesen. Stimmt das bei dem Spiel? Deshalb ist vielleicht das eine oder andere Tor verloren gegangen noch, sonst wäre es ein bisschen anders ausgegangen. Aber wir danken ihm trotzdem. Marc Weinmeister ist, ich habe es hier schon mehrfach gesagt, ein bewährter Tormann. Stile Toni Turek, die Katze von Nordhessen, kann man immer wieder sagen. Und er hat durch seinen beherzten Einsatz dafür gesorgt, dass das Spiel eigentlich ganz gut ausgegangen ist. Und Wolfgang Decker, dir gilt ein Wort des Dankes und der Anerkennung. Du lässt dich durch keinerlei Rückschläge in irgendeiner Form beeinflussen. Du machst einfach weiter. Das ehrt dich. Andere werden zurückgetreten, aber du stehst, und das ist erfreulich und spricht für den Hessischen Landtag. Meine Damen und Herren, wir wollen hoffen, dass wir beim nächsten Spiel, dass es wieder weitergeht. So,